also jetzt direkt hier zum heutigen Vortrag kommen. Den Redner, wie schon öfter gesagt, muss ich ja nicht vorstellen. Der wird sich selber bei diesem Anlass vorstellen. Den Vortragstitel Spinngläser und Hirngespinste, den habe ich von Herrn Horner. Diesen Titel habe ich von Herrn Horner vor Jahrzehnten schon mal gesehen und heute kommt er aber als Teil eines Überblicks über einen wissenschaftlichen Werdegang und wissenschaftliche Tätigkeit. Und ich denke, er spiegelt wieder, dass Herr Horner sich mit komplexen Systemen befasst hat und dass er dabei auch die Grenzen der Physik in Richtung Biologie auch überschritten hat. Wir sind gespannt jetzt auf Ihren Vortrag, Herr Horner. Ja, vielen Dank. Ich will also nicht nur über dieses Thema reden, sondern auch ein klein bisschen über die Biografie, die da dahinter steckt. Nun, geboren wurde ich 1938 in Böhmisch-Leipa, einer kleinen Stadt im Norden von Böhmen, eine Stadt, die zunächst einmal zur österreichischen K&K-Monarchie gehört hat, die nach dem Ersten Weltkrieg Teil der Tschechoslowakei wurde und die ungefähr 14 Tage nach meiner Geburt heim ins Reich geholt wurde. Nun, hier habe ich auch mein erstes Schuljahr noch vor Kriegsende miterlebt. Wir sind aber dann noch ein ganzes Jahr in Böhmisch-Leipa geblieben, als noch nicht Flüchtlinge sozusagen. Und in der Zeit war natürlich für deutsche Kinder auch ein Schulbesuch nicht möglich. Dann sind wir aber, und soweit ich weiß, mit dem letzten Transport, der von dort in die amerikanische Zone ging. Es gingen wohl noch einige spätere in die russisch besetzte Zone, aber das war wohl der letzte Transport, der in die amerikanisch besetzte Zone ging. Sind wir also ein Jahr nach Kriegsende nach Rosenheim gekommen. Und Rosenheim ist in der Tat eine auch nicht sehr große Stadt, aber sehr angenehm für heranwachsende Jugend. Es gibt Berge, es gibt Seen. Und wenn man Bedürfnis nach Kultur hatte, konnte man auch nach München fahren. Dort ging ich in die Grundschule zunächst und dann, wie es so üblich war, in das humanistische Gymnasium. Und dort war also erste Fremdsprache Latein, zweite Fremdsprache Griechisch. Später kam noch so ein bisschen Englisch, aber das war nicht so sehr bedeutend. Nun, das war einerseits natürlich ein bisschen unpraktisch, dass man also mit alten Sprachen aufgewachsen ist. Auf der anderen Seite hatte man das Privileg, am humanistischen Gymnasium zu sein. Und das war damals ein Privileg. Nun, meine Vorliebe war aber trotzdem nicht bei den alten Sprachen. Ich habe mich mehr für Biologie und Physik interessiert. Fächer, die auch an dem humanistischen Gymnasium vorhanden waren, aber auch so etwas heruntergekocht. Und wir hatten einen Mathematik- und Physiklehrer, der sich eigentlich überhaupt nicht für Physik interessiert hat. Das hat dazu geführt, dass wir insgesamt 4 von den Schülern eine Arbeitsgemeinschaft gegründet hatten, dass wir Demonstrationsexperimente in einem Katalog aussuchen konnten, dass wir diese Demonstrationsexperimente kaufen konnten und herrichten konnten. Das hat uns viel Spaß gemacht und unser Mathematik-Physiklehrer war dadurch doch sehr erleichtert. Nun, alle 4 haben wir später auch in München Physik studiert. Aber es gab noch eine zweite Sache, die mich sehr interessiert hat und die ich erwähnen möchte im Zusammenhang mit meiner Berufswahl. Nämlich, ich habe Modellflugzeuge gebaut.
Und ich habe es da sehr weit gebracht. Ich habe es bis zum Vizemeister, bis zum Rosenheimer Vizemeister gebracht. Was allerdings kein großes Verdienst war bei der doch sehr geringen Zahl von Mitbewerbern. Aber immerhin haben mich diese Modellflugzeuge nicht nur interessiert, wie sie geflogen sind, wie sie gebaut wurden und geflogen sind. Ich habe mich auch dann später eigentlich doch relativ intensiv mit der Aerodynamik von Vögeln und von Flugzeugen beschäftigt. Und ich hatte sogar relativ konkrete Pläne, einen kleinen Windkanal zu bauen. Das ist dann doch nicht dazu gekommen, aber die Pläne waren sehr konkret, also die technischen Zeichnungen dafür waren alle vorhanden. Gut, aber die Vorliebe für die Aerodynamik und Hydrodynamik ist geblieben. Und auch später hier in Heidelberg war eine Spezialvorlesung über Hydrodynamik eine der Vorlesungen, die ich mehrfach und sehr gerne gehalten habe. Nun, am Schluss habe ich dann also im Jahr 1958 mein Abitur gemacht und bin an die Technische Hochschule in München zum Studium gegangen. Man konnte damals Physik sowohl an der Universität, an der Ludwig-Maximilians-Universität, wie auch an der Technischen Hochschule studieren. Meine drei Mitgenossen sind alle an die Ludwig-Maximilians-Universität gegangen. Ich habe die Technische Hochschule bevorzugt, ein bisschen noch im Hintergrund, dass ich zunächst der Meinung war, dass also Flugzeugbau, was ja durchaus als Ziel im Hintergrund gestanden ist, eine Sache für Ingenieure ist. Aber mir hatten gute Freunde, die selber im Flugzeugbau tätig waren, gesagt, dass Aerodynamik und sowas nicht von Ingenieuren gemacht wird, sondern von Physikern. Das heißt, ich musste Physik machen. Aber Ingenieure waren halt dann doch noch ein bisschen näher und deswegen bin ich an die Technische Universität gegangen. Und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, war das, glaube ich, auch eine sehr gute Entscheidung. Das Studium bis zum Vordiplom war an der Technischen Universität sehr viel strenger geregelt und wir waren tatsächlich in der Lage, nach den vorgesehenen 4 Semestern das Vordiplom abzulegen. Die Vorlesungen waren zum Teil zusammen mit Ingenieuren. Physikvorlesungen gab es in einem großen Hörsaal mit 2000 Plätzen ungefähr. Und die Physikvorlesung wurde von Herrn Joos gehalten, der vielleicht manchen hier von Ihnen bekannt vorkommt. Er hat nämlich ein sehr schönes Buch über theoretische Physik geschrieben, vorwiegend klassische theoretische Physik, aber in einem Band, der ungefähr so dick ist, wirklich sehr schön die Grundlagen der theoretischen Physik dargestellt. Die Vorlesung von ihm war also durchaus interessant mit vielen Experimenten und er hat teilweise sehr, sehr humorvolle Dinge erzählt, teilweise konnte er auch sehr, sehr schnell jähzornig werden und ich kann mich erinnern an einen Fall, da hat er also irgendwelche optischen Versuche vorgeführt, der Hörsaal war abgedunkelt, Türen waren zu und plötzlich öffnete sich hinten die Türe, Licht kam rein und er ist also im Kopf rot angelaufen. Und dann hat von hinten einer gesagt, dass es waren zwei Leute, dass der andere ein hoher Besuch aus dem Kultusministerium ist. Und die Reaktion von Joos war, und wenn Sie der Kaiser von China sind, ich sage raus hier. Und sowas. Nun, das war also sozusagen die Physik bis zum Vordiplom. Und nach dem Vordiplom hat sich die Physik doch sehr modernisiert. Also auch die theoretische Physikvorlesung, die wir vor dem Vordiplom hatten von Herrn Hettner, war also nicht das, was man heutzutage als Inhalt der theoretischen Kursvorlesungen darbringen würde. Aber dann hat sich das modernisiert. Ausschlaggebend dafür war Meyer Leibniz, der also neue Lehrstühle neu
besetzt hat und der die früher vorhandenen monolithischen Lehrstühle umgewandelt hat in eine Department-Struktur. Und in diesem, mein Leibniz war zunächst einmal für die, also er kam schon bevor ich mein Vordiplom hatte, aber er war für die Studenten vor dem Vordiplom war er nicht sichtbar. Er hat also nur Vorlesungen gehalten für die höheren Semester, teilweise Spezialvorlesungen über nicht ganz Standardthemen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Vorlesung, da ging es um die Theorie des Skilaufens. Und er hat also über mehrere Stunden hinweg eine Technik vorgestellt, mit der man Bögen fahren kann, was ja beim Skifahren nicht unerheblich ist. Und ich habe das natürlich sofort, das war im Wintersemester, ich habe das natürlich sofort ausprobiert. Ich war dann von der theoretischen, von den theoretischen Vorschlägen nicht so ganz überzeugt. Aber die Vorlesungen von meinem Leibniz waren also dann in den späteren Semestern alle ein großer Genuss. Nun, auch die Theorie hat sich gewandelt, es kamen zwei neue Lehrstühle dazu. Brenig, Wilhelm Brenig und Wolfgang Wild. Wolfgang Wild ist ja vielleicht den Älteren hier in Heidelberg nicht ganz unbekannt. Er kam nämlich aus Heidelberg, Brenig kam aus Göttingen. Und mit denen hat sich natürlich der Stil der Vorlesungen, der Inhalt der Vorlesungen, aber auch der Stil geändert. Und zum Beispiel im Sommersemester kam Brenig also nicht, wie hier gezeigt, im Anzug, sondern er kam im Buschhemd. Und das hat uns doch sehr etwas erstaunt. Die meisten Studenten kamen damals auch noch im Anzug. Aber Herr Wild war nach wie vor auch im Sommersemester im Anzug. Dann meine Diplomarbeit und später auch die Doktorarbeit habe ich bei Wilhelm Brenig durchgeführt. Und auf das Thema meiner Doktorarbeit möchte ich vielleicht ein klein wenig eingehen. Es waren sogenannte Quantenkristalle. Das Problem bei den Quantenkristallen, also vorwiegend die Isotope von Helium, Helium 3 und Helium 4, die werden unter Druck und bei sehr tiefen Temperaturen in der Gegend von einigen wenigen Kelvin werden die fest. Man kennt das Potenzial, das Wechselwirkungspotenzial sehr gut aus Gasdaten. Und wenn man das Potenzial, Linda-Jones-Potenzial, etwas sich aufmalt, dann ist etwa an der Stelle hier die Position der nächsten Nachbarn. Und wenn man eine harmonische Näherung macht, die Standardnäherung zur Behandlung von Phononen in den Kristallen, dann entwickelt man um diesen Punkt. Aber wie man hier sieht, die zweite Ableitung des Potentials an diesem Punkt ist negativ. Das heißt, wenn man eine harmonische Phononentheorie versucht, werden die Frequenzen alle imaginär. Das macht keinen Sinn. Die Idee, das zu behandeln, war dann, dass man Partialsummationen durchführt in einer anharmonischen Rechnung, die letztlich darauf hinauslaufen, dass man den Quantencharakter dieser Teilchen ernst nimmt. Das heißt, sie werden durch Wellenfunktionen beschrieben, im einfachsten Fall Gauss-Funktionen, die oszillieren, die man aber in geeigneter Weise modifizieren muss, weil ja hier eine starke Abstoßung ist und die Wellenfunktion deshalb von der starken Abstoßung heruntergedrückt wird. Das war eigentlich das Problem oder eines der Probleme, diese zwei Dinge, die Bewegung von gaussartigen Funktionen zusammenzubringen mit dieser Modifikation. Aber wenn man das macht, das heißt also, wenn man dieses Potenzial sozusagen mittelt über diese Wellenfunktionen, dann bekommt man ein Potenzial, was nach oben gekrümmt ist. Das heißt, jetzt kann man sozusagen mit dieser Modifikation harmonische Näherung machen. Und ich habe also auf die Weise hier dann, nachdem diese Idee mal vorhanden war, Phononenspektren tatsächlich ausgerechnet.
Nun, das erfordert natürlich numerische Rechnungen. Und dazu war also in dem Erdgeschoss des Instituts, in dem wir waren, das war eine Privatvilla, ein altes Privathaus in der Richard-Wagner-Straße. Da gab es unten das Rechenzentrum der Universität, und das Rechenzentrum der Universität war eine damals ganz moderne Telefunken TR-4-Maschine. Und auf dieser Maschine konnte ich also meine Rechnungen machen, und es war ganz praktisch, dass das Rechenzentrum, also die Rechenmaschine tatsächlich unten war. Und ich kann mich erinnern, dass damals natürlich so Werkzeuge, die man heute hat, Debugging und sowas, das war nicht so sehr ausgeprägt. Und ich kann mich erinnern, irgendwo ist mein Programm mal hängen geblieben, und ich habe lange gesucht, ich habe nicht gefunden, wo es dran hängt. Und dann habe ich mich also mit dem Operator zusammengetan und habe so ein kleines Transistorradio gehabt. Und da sind wir mit dem Transistorradio an diesem Schlafzimmergroßen Gerät entlang gegangen und haben gehört, wo es da rauscht und wo Lärm mir kommt. Und dann konnte der mir sagen, welche Rechenoperationen durchgeführt werden. Und nachdem ich wusste, welche Rechenfunktionen, man hat schnell gemerkt, dass es eine Schleife ist, in dem das drin hängt. Und dann habe ich also relativ rasch gefunden, an welcher Stelle meines Programms da hier ein Fehler war und es hängen geblieben ist. Nun, auf alle Fälle, mit diesen Phononenspektren habe ich mich dann, das war also Gegenstand meiner Promotionsarbeit, die ich also dann im Frühjahr 1966, bei der Doktorarbeit, die ich dann im Frühjahr 1966 hier abgegeben habe. Nun, tatsächlich haben mich diese Quantenkristalle auch noch weiter beschäftigt. Man konnte dann residuelle anharmonische Effekte, Dämpfungen und ähnliches berechnen. Und ich konnte auch tatsächlich die Spektren berechnen, wie man sie in Neutronenstreuung findet. In Abhängigkeit von dem Hulls. Und das schaut dann etwa so aus. Nach oben ist also die dynamische Strukturfunktion aufgetragen. Nach hier die übertragene Energie und hier der Wellenvektor. Und man sieht zunächst einmal hier schöne, relativ scharfe Phononenlinien. Aber wenn man dann sozusagen aus der ersten Brillionzone herausgeht, in die höheren Brillionzonen, die man natürlich mit Neutronenstreuung auch messen kann, dann sieht man, wie hier so allmählich mehr Phononenprozesse und Interferenztherme herauswachsen. Es sind immer noch scharfe Phononenlinien da, aber der Untergrund wird größer. Und das geht so weiter, bis man bei sehr kleinen Wellenlängen oder bei sehr großen Impulsüberträgen breite Maxima findet. Und diese breiten Maxima entsprechen der Bewegung eigentlich von freien Teilchen. Das heißt, bei diesen Wellenvektoren merken die Neutronen gar nicht mehr, dass diese Teilchen im Gitter sitzen, sondern die Streuung geht so, als ob diese Teilchen frei wären. Aber natürlich hat man jetzt hier dann doch sehr kleine Wellenlängen, viel kleiner als der typische Gitterabstand und höhere Energien. Nun, das ist ein Effekt, dieser Übergang von Phononen zu diesen breiteren Strukturen bis hin zur freien Teilchenstreuung, ist ein Effekt, den es auch zum Beispiel in schwereren Edelgasen gibt oder generell gibt. Aber er ist in diesen Quantengasen sehr viel stärker ausgeprägt und er passiert schon in der zweiten, dritten Brillionzone, während man bei den schwereren Kristallen sehr viel weiter rausgehen muss. Nun, diese Resultate wurden später eigentlich auch auf recht schöne Weise durch Messungen am Brookhaven National Laboratory in Neutronenstreugruppe bestätigt. Und so viel zu den Quantenkristallen, die mich also, wie gesagt, noch ein paar Jahre beschäftigt haben und mit denen ich mit den ersten Rechnungen dazu ich hier meine Doktorprüfung gekriegt hatte. Nun, ein ganz wesentliches Ereignis an der Physik, am damals schon existierenden Physikdepartment, war der sogenannte Nackebo. Der Nackebo ist ein Faschingsfest, was über mehrere Tage geht. Nackebo ist Abkürzung für Nacht der Kernbohrer. Und rotierend war also immer
anderes Institut an der Reihe. Im Jahr 1967 war die theoretische Physik an der Reihe. Und das bedeutete, dass wir also da mehrere Wochen mit der Dekoration des großen Treppenhauses in dem damaligen Institut für technische Physik beschäftigt waren, das umzuwandeln oder da eine richtige Kulisse für ein Faschingsfest zu geben. Das war dann immer, wenn es dann endlich geschafft war, war das dann schon immer sehr lustig und es kamen viele Leute. Und zum Beispiel ein sehr prominenter Besucher dieses Faschingsfestes war immer Herr Wild. Und Herr Wild kam eigentlich immer verkleidet als irgendeine historische Person, Richelieu oder was immer, und hat diese Rolle auch sehr ausgeprägt, dann wirklich gespielt und realisiert. Während des Faschingsfestes 1967 hatten wir aus Amerika den Professor Louis Nosanov zu Besuch am Faschingsdienstag des Jahres 1967. Und Louis Nosanov war eigentlich der Spezialist für Quantenkristalle. Und er war sehr verwundert, wie das Institut ausschaut und was da vor sich geht. Aber wir haben trotzdem ein bisschen Zeit gefunden, miteinander zu reden. Und wir haben auch Zeit gefunden, darüber zu reden, ob es vielleicht irgendwann mal in der Zukunft möglich wäre, ihn in USA, genauer gesagt in Minneapolis, zu besuchen und dort vielleicht eine Postdoc-Stelle oder so etwas Ähnliches zu bekommen. Nun, er hat zunächst einmal gesagt, nee, das geht also nicht. Er war zu der Zeit auch gerade auf Sabbatical in den Niederlanden. Aber tatsächlich, einige Wochen später, kam die Nachricht, ich sei willkommen. Das heißt, ein halbes Jahr später gingen wir in die USA, ausgestattet per Schiff, ausgestattet mit zwei großen Seekoffern und Green Cards. Damals konnte man die Green Card noch relativ gut bekommen. Und uns war beileibe nicht klar, ob wir tatsächlich das ausnutzen würden. Oder auf alle Fälle, es war für mich damals, dadurch, dass ich eben von den Vereinigten Staaten gezahlt wurde und nicht auf ein deutsches Stipendium gegangen bin, war es für mich tatsächlich einfacher, die Green Card zu bekommen, als ein Austauschvisum. Nun, mit diesem Schiff, Europa, ging es nach New York und dann nach Minneapolis. Das ist der Campus von Minneapolis. Und tatsächlich ist Minneapolis eine ganz interessante Stadt. Es ist nämlich ein gewisses Zentrum zwischen der Ost- und der Westküste. Und es gab dort ein sehr gutes Orchester, es gab sehr nette kleine Theater, mit denen man auch in direkten Kontakt gekommen ist. Und es gab insbesondere im Norden eine wunderschöne Landschaft, die sogenannten Boundary Waters, an der Grenze zur kanadischen Küste, die also so halb Wasser und halb Seen waren und die natürlich für Freizeit wenigstens spät genug im Jahr, das heißt also dann im Wesentlichen im Juli oder im August, sehr gut zugänglich waren. Vorher war es nicht ratsam, dorthin zu gehen, weil man da von den Mücken aufgefressen worden wäre. Aber die sind irgendwie dann verschwunden. Nun, in dieser Zeit habe ich natürlich, wie es nicht anders zu erwarten war, weiter an den Quantenkristallen gearbeitet, auch an einigen anderen kleineren Problemen, die durch Kontakte zustande kamen. Aber es gab eben neben Lou Nosanov mit seiner Theoretikergruppe über Quantenkristalle, gab es noch zwei recht gute Tieftemperatur-Experimentalphysiker. Und diese drei Gebiete sozusagen waren auch durch eine
einen Grant zusammengebunden. Und es gab ein sehr reges Besucherprogramm. Und also ich habe da auch sehr davon profitiert. Tatsächlich hatte ich eine Stellung dort. Ich war also nicht, als, wie zunächst gedacht, als, Postdoc angestellt, sondern nach relativ kurzer Zeit hatte ich eine Stelle als Assistant Professor bekommen. Und ich hatte damit eine ganz interessante Zwischenstellung zwischen einerseits der Fakultät, die mich oder die mich und meine Frau zusammen sehr, sehr hilfreich und sehr freundlich aufgenommen hatten, und auf der anderen Seite einer Gruppe von vorwiegend ausländischen Studenten aus auch allen möglichen anderen Fachrichtungen. Also eine sehr, von daher sehr interessante Zeit. Ob diese Existenz dieser Tieftemperaturgruppe etwas mit der Temperatur in Minneapolis zu tun hatte, weiß ich nicht. Ich vermute nicht ganz. Also wie Ihnen ja vielleicht bekannt ist, hat Minnesota ja eine sehr ausgeglichene Temperatur. Es ist das ganze Jahr über 30 Grad. Nur das Vorzeichen wechselt halt zweimal. Gut, das waren also meine Jahre in Minneapolis. 2 Jahre. Und tatsächlich, obwohl es uns sehr gut gefallen hat, obwohl wir sehr gut eingebunden waren, obwohl ich die Gelegenheit gehabt hätte, entweder in Minneapolis zu bleiben oder auf eine andere Stelle an der Ostküste zu gehen, haben wir uns entschlossen, wieder zurückzukehren nach Deutschland, nach München. Ausschlaggebend dafür war eigentlich die Tatsache, dass unsere Tochter dort geboren ist und dass wir also eigentlich keine Lust hatten, da hier so American Kid da hier großzuziehen. Also ging es wieder zurück nach München, und ich muss sagen, die Zeit, das Jahr in München war eigentlich kein gutes Jahr. Wir haben da durchaus immer wieder Sehnsucht gehabt nach der Freiheit, nach den Freunden, die wir in den Vereinigten Staaten gefunden hatten. Und Freundschaften, die teilweise immer noch andauern. Und es war einfach kein gutes Jahr. Wir waren wieder zurück in der alten Gruppe, die durchaus untereinander zerstritten war. Wir waren wieder eingeengt durch alle möglichen anderen Dinge. Und dieses Jahr, muss ich sagen, war also wenig erfreulich. Nun, im Jahr 1970 wurde dann an der damaligen Kernforschungsanlage in Jülich die Festkörperphysik ausgebaut, und es wurde ein neues Teilinstitut für theoretische Physik gegründet. Und Leiter dieses Instituts wurde Herbert Wagner, der dann später nach München ging, den ich aber schon aus der Doktorandenzeit und der Postdoc-Zeit in München gekannt hatte. Der hat also da, ist der Leiter dieser Gruppe geworden und hat wenigstens einen Teil der Gruppe, die er neu aufgebaut hat, eben aus ehemaligen Münchnern rekrutiert. Das war ganz interessant. Die Gruppe war sehr interessant, vorwiegend durch die Leitung von Herbert Wagner, der ja sehr gut Ideen formulieren und weiterbringen und sehr ideenreich ist. Aber auch mit anderen Leuten hat man sofort ein Gesprächsthema gefunden. Nämlich, wie fürchterlich das Kaff Jülich ist und wie schön es doch in München war. Nun, tatsächlich muss ich sagen, dass die damalige Kernforschungsanlage, inzwischen heißt die Forschungszentrum Jülich, dass die an Jülich mit Abstand das Beste waren. Das ist zum Beispiel das Seekasino, das ist der Eingang, der Hexenturm, der Eingang nach Jülich. Und für meine Frau und die Familie, und inzwischen hatten wir auch noch einen Sohn dazu bekommen, war eigentlich das Jülich nur dadurch erträglich, dass sie wöchentlich einen Babysitter hatte und damit einen freien Tag hatte, um nach Aachen oder nach Düsseldorf zu gehen.
Das war also Jülich KFA Jülich, in der ich also bis 1974 blieb. Und dann, also am Anfang 1974, war ich noch einmal für ein paar Monate als Gastprofessor in Florida. Und das war eine sehr angenehme Zeit, um einen Winter zu verbringen. Aber dann habe ich, also eigentlich schon 2 Tage bevor ich nach Amerika gegangen bin, hatte ich irgendwie etwas unter der Hand erfahren von Herrn Hüfner, der da hinten sitzt, dass ich also auf einem prominenten Platz auf der Liste saß. Und nachdem ich zurückgekommen bin, habe ich tatsächlich den Ruf erhalten. Und das hat mich schon etwas erstaunt. Die Fakultät hier hatte offensichtlich beschlossen, dass man neben der Kern- und Teilchenphysik auch die Festkörperphysik und statistische Mechanik hier etablieren sollte. Und sie hat sich entschlossen, 2 frei gewordene Lehrstühle in diesem Bereich anzusiedeln. Und den ersten Lehrstuhl hat Herr Wegner bekommen. Und damit war ich natürlich ziemlich überzeugt, dass damit meine Chancen, ich war zwar da auf dem 2. Platz, aber mir war eigentlich ziemlich klar, dass damit meine Chancen hier in Heidelberg nicht mehr vorhanden sind, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Heidelberger Fakultät hier 2 Leute sozusagen aus dem gleichen Stall berufen würde. Nun, sie hat es trotzdem gemacht und ich bin natürlich gerne hierher nach Heidelberg gekommen. Nun, die Theorie war damals, oder Teil der Theorie, war damals gerade umgezogen in eine Villa, Philosophenweg 19, in der Herr Hüfner und Herr Wegner und ich dann unser Domizil fanden. Das war der Blick aus meinem Zimmer auf die Rheinebene und das war natürlich wunderschön. Aber dieses Triumvirat von uns dreien, es waren auch noch andere Leute natürlich da und allmählich auch die Leute in der Gruppe, wir hatten so allmählich eigentlich einen gewissen Ersatz für einen Faculty Club gefunden, den es ja hier nicht gibt, von dem ich in Minnesota sehr profitiert habe. Und dieser Ersatz für einen Faculty Club war unser tägliches Butterbrotessen im Seminarraum mit wechselnden, interessanten Teilnehmern und mit wechselnden Gesprächen. Aber wir waren sozusagen, dieses Triumvirat war sozusagen der Kern und wir waren praktisch jeden Tag da im Seminarraum vertreten. Ich habe das mal abgeschätzt. Wir haben in dieser Zeit, die wir da alle tätig waren, in etwa 3 Tonnen Butterbrot konsumiert. Nun, ich sollte vielleicht erwähnen, ich habe es vergessen, noch nachzutragen aus der Jülicher Zeit. Ich habe mich auch in dieser Zeit in Aachen habilitiert. Und für die Habilitation in Aachen war es notwendig, dass man Vorträge, also Seminarvorträge und Übungen hier mitmacht. Und das Wichtigste war also ein Vortrag im Kolloquium. Und bei diesem Vortrag war das wichtigste Kriterium, dass er 1 Stunde dauern soll. Ich habe es also immerhin in 62 Minuten geschafft und wurde also damit ohne Probleme dort habilitiert. Aber das war, wie gesagt, bevor ich nach Heidelberg gekommen bin und das war vielleicht auch wichtig dafür. Hier in Heidelberg gab es verschiedene Themen, mit denen ich mich meine Gruppe beschäftigt hatte. Ein Themenkreis war eine relativ enge Zusammenarbeit mit den Experimentalisten an der damaligen technischen Physik, nämlich Herrn Hunklinger,
der sich mit dem Tieftemperaturverhalten von Gläsern, mit Tunnelsystemen in Gläsern beschäftigt hat. Und das war dann auch Thema von einem Teil meiner Arbeitsgruppe. Aber darüber möchte ich nicht reden, sondern ich möchte über einen anderen Aspekt, wissenschaftlichen Aspekt reden. Und zwar das, was ich also im Titel angekündigt hatte, Spinngläser und Hirngespinste. Zunächst einmal, was sind Spinngläser? Spinngläser sind im engeren Sinn magnetische, verdünnte magnetische Legierungen, in denen die paramagnetischen Zentren über die metallische Legierungen, über die Rudermann-Kittel-Wechselwirkung oszillierendes Verhalten haben. Das heißt, es entsteht hier, die magnetischen Momente selber sind ja ungeordnet, sie sitzen in einer nicht-magnetischen Matrix. Und man hat also in diesen Systemen eine starke Frustration, weil man anziehende und abstoßende Wechselwirkung hat. Und man findet ein sehr ungewöhnliches, einfrierartiges Verhalten, wenn man diese Gebilde abkühlt. Die Vorstellung, die man entwickelt, ist eigentlich die, dass es eine Energielandschaft gibt, etwa von der Struktur, es gibt Maxima und es gibt Minima, die irgendwie ungeordnet sind, natürlich nicht in einem eindimensionalen Raum, sondern in einem sehr hochdimensionalen Raum, aber eine etwas variierende Energielandschaft, und dass das System bei tiefen Temperaturen in eines dieser Minima fallen kann und dann aus diesem Minima nicht mehr rauskommt. Obwohl es tiefere Minima gibt. Nun, eine Möglichkeit, solche Systeme zu behandeln, oder das Ganze kann man ja auch formulieren als ein Optimierungsproblem. Das System sucht sich sozusagen möglichst tiefe, wenn man es abkühlt, möglichst tiefe, tiefliegende Zustände zu suchen. Das ist ein Optimierungsproblem. Und tatsächlich gibt es eine ganze Reihe anderer Optimierungsprobleme aus ganz anderen Bereichen, die in enger Verwandtschaft formal und von den Phänomenen her in enger Verwandtschaft mit Spinngläsern stehen. Also sogenannte NP-Complete-Probleme, Probleme, die mit einem normalen Rechner nur in sehr großer Zeit berechnet werden können. Genauer gesagt, für die eine Rechenzeit benötigt wird, die stärker anwächst mit der Größe des Systems, stärker anwächst als irgendeine endliche Potenz dieses Systems. Nun, in dieser Klasse sind wahrscheinlich Ihnen auch bekannte Probleme wie das Traveling Salesman Problem oder andere. Und in dieser Klasse sind offensichtlich auch diese Spinngläser und deshalb von gewissem Interesse. Nun, eines der Modelle hierfür ist das sogenannte Sherrington-Kirkpatrick-Modell, eine Art Mean-Field-Modell, in dem man annimmt, dass man solche Spins hat, die über eine zufällige, aber langreichweitige Wechselwirkung miteinander wechselwirken, so ähnlich wie das Weissche Modell für einen Ferromagneten. Und dieses Modell wurde also 1972 aufgestellt, und Giorgio Parisi hat eine sehr skurrile Lösung für dieses Modell gefunden. Er hat eine Replikarechnung gemacht und er hat gefunden, dass die sogenannte Replikasymmetrie auf eine hierarchische Weise gebrochen ist. Replikasymmetrie, also was gebrochen ist, ist eine Permutationssymmetrie im Raum dieser sogenannten Replika. Und diese Symmetrie wird auf eine hierarchische Weise unendlich oft gebrochen, obwohl man zur Berechnung der freien Energie, die man damit anstellen will, den Limes, dass die Zahl der Replika null ist, braucht. Also etwas, was mathematisch etwas skurril einem vorkommt. Und es gibt aber eine zweite Methode, um das zu
vermeiden. Und eine Methode, die vielleicht sogar ein klein bisschen physikalischer motiviert ist, nämlich man betrachtet die Dynamik dieser Systeme. Und dann findet man das Phänomen, dass Korrelationsfunktionen, also ich messe die Korrelation zwischen einem Spin zu einer Zeit und seiner späteren Zeit, dass der Zerfall dieser Korrelationsfunktionen abhängt von der Wartezeit, also von der Zeit zwischen Abkühlen des Systems auf eine tiefe Temperatur bis zur ersten Messung. Das hängt davon ab. Und man kriegt also dann für diese Korrelationsfunktionen, das ist ein etwas anderes Modell, aber was sehr eng verwandt ist, kriegt man also bei kurzen Wartezeiten einen schnellen Zerfall, bei längeren Wartezeiten einen immer langsameren Zerfall und sozusagen im Limes sehr langer Wartezeit ein nicht ergonisches Verhalten, also dass die Korrelationsfunktionen eben nicht auf Null gehen. Die Idee dabei ist, dass während der Wartezeit sozusagen das System sich hier versucht, tiefere und tiefere Minima zu finden. Und je tiefer es in der Wartezeit, in der längeren Wartezeit runtergefallen ist, umso länger brauchst du, um wieder rauszukommen. Und das kann man aber an solchen Modellen ganz schön eigentlich ausrechnen. Und damit waren wir also auch ganz gut beschäftigt. Nun, im Jahr 1982 gab es eine neue Entwicklung. John Hopfield stellte ein Modell dar oder formulierte ein Modell eines neuronalen Netzes, was als assoziativer Speicher dienen kann. Neuronale Netze waren schon lange Gegenstand von Untersuchungen, allerdings vorwiegend von Mathematikern und Informatikern. Bei Physikern waren sie eigentlich ziemlich unbekannt. Die Idee dieses assoziativen Speichers oder Hopfield-Netzwerks war folgende: Man möge diese Energielandschaft, die ich vorher habe, durch geeignete Wahl der Kopplungen, der Wechselwirkungen der einzelnen Elemente so konstruieren, dass Muster, die man sich gerne merken möchte, dass diese Muster Minima in der entsprechenden Energielandschaft sind. Also sozusagen das inverse Problem, man versucht nicht bei gegebenen zufälligen Kopplungen die Minima auszurechnen, sondern man hat die Minima vorgegeben als Muster, die ich mir merken möchte, und die mache ich jetzt zum Grundzustand oder zu einem tiefliegenden Zustand. Wenn Sie ein tiefliegender Zustand sind, dann heißt es, Sie haben einen gewissen Attraktionsbereich, also etwa hier einen solchen Attraktionsbereich. Und wenn ich das System in einen Anfangszustand bringe, dann wird es hier relaxieren und wird gegen diesen Grundzustand hier relaxieren. Das war die Idee von Hopfield. Und auf diese Idee haben sich nun natürlich die Leute, der Hopfield selber war ja auch ein Physiker, aber auf diese Idee haben sich also jetzt die Leute in der statistischen Physik gestürzt. Und speziell natürlich die Gemeinde der Leute, die Spinngläser gemacht haben. Die Idee ist ja wirklich sozusagen das inverse Problem, was man bei Spinngläsern hat. Man hat viele Minima, man kann also viel da hier rein, sozusagen viele solche Minima sich konstruieren, nur ein bisschen das inverse Problem. Nun, diese Gemeinde der Spinngasleute, statistische Physik von Spinngläsern und verwandten Systemen, war zunächst einmal eigentlich fast ausschließlich beschränkt auf Europa. In Amerika gab es fast keine Aktivitäten in diesem Sinn zu dieser Zeit. Schon Aktivitäten auf dem Bereich der neuronalen Netze, aber nicht mit Methoden der statistischen Physik, sondern mit Methoden, wie sie eben von den Informatikern und Mathematikern da hier untersucht worden. Im Wesentlichen auch nicht assoziative Speicher, sondern Netzwerke, die der Klassifizierung von irgendwelchen Mustern dienen sollten. In Europa hat sich aber sehr schnell hier diese Gruppe von Leuten, Spinngas-Theoretikern und dann neuronale Netzleute zusammengetan. Und wir hatten über viele Jahre gemeinsame Projekte,
in denen also sozusagen europäische Gruppen fast vollständig vertreten waren. Einmal gefördert aus der Europäischen Union, aus dem sogenannten Twinning-Programm, in dem man versucht hat, vorwiegend Länder aus südlichen europäischen Ländern mit im Zusammenhang zu bringen mit den entsprechenden Wissenschaftlern in nördlichen Ländern. Das war also der Inhalt von diesem Twinning-Projekt. Die ehemalige DDR galt auch in dem Sinn als südliches Land. Und das hatte den Vorteil, dass wir also eine relativ große Zahl von Ländern aus dem südlichen Bereich hatten. Spanien, Italien natürlich, Griechenland und so weiter. Und das hatte den Vorteil, dass wir die jährlichen Treffen dieser Gruppen ganz gerne auf Mittelmeerinseln durchgeführt haben. Das war angenehm. Später wurde dann aus diesem Twinning-Projekt ein Projekt der Europäischen Physikalischen Gesellschaft, und auch da hatten wir eigentlich sehr regen Kontakt. Gefördert wurden durch beide Projekte im Wesentlichen gemeinsame Konferenzen und Symposien und auch der Austausch von Wissenschaftlern innerhalb dieser Gruppen. Und ich selber habe sehr davon profitiert. Und ich habe also eigentlich fast jedes Sabbatical, was ich in meiner Zeit in Heidelberg hatte, habe ich in Oxford oder London oder Paris oder Rom zugebracht. Das waren so die wichtigen Partner in diesem Bereich. Na, das nur als Nebenbemerkung und wie gesagt, hier die assoziativen Speicher, die uns in Kontakt gebracht haben mit Hirnforschung. Na, tatsächlich ist Hirnforschung ja inzwischen ein ganz wichtiges und großes Gebiet geworden. Ich habe es ja da auf meinem Eingangsbild sozusagen skizziert gehabt, die vielen Leute, die da arbeiten. Die Physiker waren da irgendwo auf dem Bild ganz unten irgendwo in einer Ecke. Aber inzwischen hat sich das ja geändert. Und wir haben heutzutage zwei Großprojekte auf diesem Gebiet, nämlich von der Europäischen Union das Human Brain Projekt, speziell in Heidelberg in der Gruppe von Herrn Mayer oder aufgebaut von Herrn Mayer, Neuromorphic Computing, Riesenprojekte. Und in Amerika ein paralleles Projekt, was nicht ganz so groß ist, die US Brain Initiative. Projekte, die also nicht nur irgendwie Physiker oder Informatiker umfassen oder Leute, die von Simulationen herkommen, sondern auch Medizin und alle möglichen. Also die wirklich versuchen, auf einer großen Skala Fragestellungen der Hirnforschung gemeinsam zu bearbeiten, Austausch zu fördern. Aber es sind, wie gesagt, wissenschaftliche Großprojekte, die gefördert werden durch diese beiden Institutionen. Nun, wenn man das sieht, was auf diese Weise hier jetzt gemacht wird, mit vielen Hunderten von Mitarbeitern, ich weiß nicht, die Förderersumme allein von dem Heidelberger Projekt ist eine 500.000 pro Jahr, 1,5 Millionen pro Jahr mit einer Laufzeit von 10 Jahren oder im Prinzip 10 Jahren. Also man sieht, auf welchem Level das gemacht wird. Und da fragt man sich natürlich dann schon, ob man mit diesen ganz einfachen Modellen, wie wir sie hier untersucht haben, also mit diesem Hopfield-Modell oder Varianten des Hopfield-Modells oder dem einfachen Perzeptron, ob man da überhaupt irgendwas damit ausrichten kann. Nun zu der Zeit, wo wir sozusagen diesen Übergang mitgemacht haben, waren ja diese Großprojekte noch nicht vorhanden.
Und die Frage aber stellt sich natürlich trotzdem, ob es einen Sinn macht, da hier mit so ganz einfachen Modellen der statistischen Physik hier an diese Problematik heranzugehen. Und ich glaube, es ist ganz klar, man darf sich da nicht große Dinge erwarten. Also dass daraus irgendetwas für die Hirnforschung oder für die Therapie herauskommt, ist natürlich weit entfernt. Aber trotzdem möchte ich an einer kleinen Fragestellung erläutern, dass es vielleicht doch gewisse Dinge gibt, die einem vielleicht da etwas weiterhelfen können oder die einem da etwas die Gedanken schärfen können. Letztlich hat man ja das Gefühl, oder ein Ansatz ist, unser Gehirn ist irgendwie eine Rechenmaschine, auf irgendeine Art und Weise. Sie berechnet irgendwas. Nun, wenn wir in einen Computer schauen, dann sehen wir da drin Zahlen. Und die Zahlen sind binäre Zahlen. Also Nullen und Einsen. Und wenn wir abzählen, wie viele Nullen haben wir und wie viele Einsen haben wir, im Computer haben wir etwa gleich viele Nullen und Einsen. Ganz klar. Wenn wir das Gehirn anschauen, das vereinfachen, jetzt die Funktion sehr vereinfachen, also die Funktion von Neuronen dergestalt vereinfachen, dass wir sagen, die können entweder aktiv sein oder nicht aktiv sein. Das heißt, sie können entweder eine relativ hohe Rate von Feuerrate, also von Emissionen von Spikes haben, oder eine niedere. Oder auch einzelne Spikes als Aktivität betrachten. Das spielt gar keine Rolle. Dann finden wir, dass die mittlere Aktivität, also die Zahl der aktiven Neuronen, sehr viel geringer ist als die Zahl der passiven Neuronen. Also eine ganz andere Kodierung, eine sogenannte spärliche Kodierung, die wir also da im Gehirn finden, und zwar ziemlich unabhängig davon, wie wir das im Einzelnen definieren, was aktiv und was passiv heißt. Als eine spärliche Kodierung. Da stellt sich die Frage, macht das einen Sinn? Gibt es Gründe dafür, warum die Natur, die Entwicklung des Gehirns, warum die eine solche spärliche Kodierung gewählt hat? Nun, wenn man von der statistischen Physik herkommt, dann spielt natürlich die Entropie oder anders ausgedrückt die Information, genauer gesagt die Shannon-Information, eine große Rolle. Die Dinge sind im Wesentlichen identisch. Und man kann sich also fragen, ich berechne mir jetzt, nachdem ich ja irgendwie da hier Informationsverarbeitung machen will, ich berechne mir die Information, die in irgendwelchen Mustern enthalten ist. Die Standardformel dafür, für Zufallsmuster mit einer Aktivität A, die Standardformel dafür ist, dass die Information per Neuron ist gegeben durch minus A mal dem binären Logarithmus von A, minus 1 minus E mal dem Logarithmus von 1 minus A. Nun, wenn A klein ist, dann kann ich den zweiten Term nicht vergessen. Das heißt, die Information pro Knoten oder pro Element in meinem Netzwerk oder in meinem Muster ist maximal bei einer Aktivität 1,5, wie wir sie im Rechner finden. Und sie wird sehr klein, wenn wir zu kleiner Spärlichkeit gehen. Auf der anderen Seite kann man mit diesem Modell, mit dem Hopfield-Modell oder auch mit dem Perzeptron, die sind so einfach, dass man sie weitgehend analytisch durchrechnen kann, kann man sich ausrechnen, wie viele Muster kann ich maximal damit bearbeiten, bevor sozusagen dieses Netzwerk in seiner Funktion überlastet wird. Und dann findet sich, dass die Zahl der Muster, die man damit behandeln kann, das ist jetzt hier einmal fürs Hopfield-Modell, einmal fürs Perzeptron gemacht, dass die Zahl dieser Muster, hier ist Aktivität 1,5, also das, was man im Computer findet, diese Zahl von Mustern divergiert wie 1, im Wesentlichen wie 1 durch Aktivität, da kommen noch so ein paar logarithmische Korrekturen dazu, spielt keine Rolle, dass die Zahl der Muster im Wesentlichen wie 1 durch Aktivität divergiert. Bei kleiner werdenden Aktivität. Ich kann mich aber auch fragen,
Wie viele Bit kann ich sozusagen jetzt per Knoten speichern? Genauer gesagt, nicht per Knoten, sondern per Verbindung speichern. Also die Verbindungen zwischen den Knoten ist das, was wir als Synapsen uns vorstellen. Also welche Information steckt in einer Synapse drin? Und dann findet man wieder als Funktion der Aktivität, dass das gar nicht so drastisch variiert. Naja, es geht von einem Bit runter dann hier im asymptotischen Grenzfall auf ungefähr einhalb, von der Seite auch ungefähr auf einhalb. Das heißt, die Information, der Informationsgehalt, den ich damit behandeln kann, ist gar nicht so drastisch von der Aktivität abhängig. Nun kann ich aber noch eine Rechnung anstellen. Und ich kann mich fragen, was kostet es, aus einem solchen System, einem Perzeptron, eine Entscheidung oder aus dem Hopfield-Modell ein Muster zu rekonstruieren? Was kostet das? Nun, die Kosten für ein solches neuronales Netz, stellen wir uns vor, sind einmal gewisse Kosten, also Kosten heißt jetzt hier Aufwand in einem biologischen System, sind einmal gewisse Kosten, die einfach daher kommen, dass ich Neuronen habe. Dass ich diese Neuronen, am Leben erhalten muss. Also ich habe einen konstanten Beitrag pro Zeiteinheit. Und ich habe einen zweiten Beitrag, der davon abhängt, wie oft die Neuronen hier jetzt gefeuert haben. Weil das Feuern kostet extra Energie. Da muss ich Pumpen anwerfen und sonst was, die chemischen Gleichgewichte in den Neuronen und außerhalb in Ordnung halten. Also einen zweiten Beitrag, der proportional ist zu der Feuerrate oder zum anderen, anders ausgedrückt, proportional ist zur Aktivität. So, Mittelaktivität, diese Dinger. Und wenn ich diese Kosten zusammenfasse, hängt es natürlich davon ab, jetzt wie viel stärker sozusagen das Feuern, wie viel mehr Energie das kostet als das andere. Da kann man jetzt rumspielen mit den Zahlen. Aber was man immer findet, ist, dass die Kosten pro Bit extrahiert als Funktion der mittleren Aktivität des entsprechenden Netzwerks, Perzeptron oder Hopfield, dass die mit geringer werdender Aktivität abnehmen, aber bei sehr kleinen Aktivitäten, weil ich ja für sehr geringe Aktivitäten brauche ich ja, um eine gewisse Information zu speichern, sehr große Netzwerke. Also der Anteil der Aufrechterhaltung der Knoten hier überwiegt, während hier also die Kosten für das Feuern anwachsen. Also man findet hier ein solches Minimum. Ob das der tatsächliche Grund ist, warum die Natur es vorgezogen hat, ein Gehirn mit spärlicher Kodierung zu bauen, weiß ich nicht. Aber es ist ein Argument. Nun, es gibt aber noch ein zweites Argument, was ich eigentlich für wichtig halte. Und das ist folgendes. Ein solches neuronales Netz funktioniert ja nur dadurch, dass ich einen Mechanismus habe, um in diesem neuronalen Netz Dinge zu lernen. Das heißt, durch irgendwelche Manipulationen, nicht detaillierte Manipulationen, sondern durch von außen aufgeprägte Manipulationen, die Stärken der Synapsen zu verändern. Nun, die Regel, die also aufgestellt wurde im Jahr 1900, ich glaube es war 1946 oder sowas von Donald Hebb, ist die sogenannte Hebbsche Regel, die tatsächlich schon sehr viel früher formuliert wurde, nämlich bereits von Sigmund Freud im Jahr 1885 oder sowas. Also diese Regel besagt, wenn ich zwei Neuronen betrachte, die also eine Verbindung untereinander haben, und das eine Neuron, sagen wir das Neuron B, wird wiederholt angeregt durch das Neuron A, zum Feuern angeregt. Innerhalb einer kurzen Zeitspanne. Dann verstärkt sich diese Verbindung. Salopp ausgesprochen, die Verbindung, die synaptische Verbindung verstärkt sich nur, wenn beide Neuronen aktiv sind. Gleichzeitig aktiv sind. Bis mit dem Zeitversatz. Wenn es verkehrt rum
angeordnet sind, geht sogar in der anderen Richtung. Aber das soll jetzt keine große Rolle spielen. Also auf alle Fälle, für Lernvorgänge ist es notwendig, für die Lernvorgänge zwischen zwei Neuronen, ist es notwendig, dass beide, für die Synapse zwischen den beiden Neuronen, ist es notwendig, dass beide im Wesentlichen gleichzeitig feuern. Und das kann man ja nur nicht ausrechnen. Also, die Zahl der Muster, die ich in einem Netzwerk der Größe n speichern kann, ist n dividiert durch die Aktivität. Wenn ich annehme, dass die synaptische Stärke sich um einen kleinen Betrag ändert, wenn diese Hebbsche Regel erfüllt ist, also einen Betrag Delta, dann ist die Zahl der Lernschritte, die ich habe, die ich damit bekomme, ist die Zahl der Muster, die ich dem System aufpräge oder zum Lernen benutze, mal der Aktivität im Quadrat, weil es müssen ja beide aktiv sein. Oder, wenn ich das hier nehme, dann ist die Zahl der Lernschritte proportional zu A mal N. Nun, das Ganze soll ja letztlich geschehen in einem biologischen Netzwerk. Und biologische Vorgänge, was immer man anschaut, haben im Allgemeinen ein relativ starkes Rauschen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die Änderung Delta pro Lernschritt, dass diese Änderung kleiner ist als das Rauschen, was ich sowieso habe in der Stärke der Synapsen, aufgrund von irgendwelchen anderen Dingen. Und das liefert mir dann eine Grenze für das synaptische Rauschen, was ich zulassen kann, damit das Ganze noch funktioniert. Delta W durch W muss klein sein gegenüber 1 durch die Zahl der Lernschritte. Nun, die Zahl der Lernschritte ist aber 1 durch A mal N. Nun ist ein bisschen die Frage, was setzt sich für N ein? Für A haben wir ja die Aktivität, was setzt sich für N ein? Nun, da ist es nicht sehr zweckmäßig, die Größe des gesamten Gehirns einzusetzen, die Zahl der Neuronen, die ich überhaupt habe. Macht, würde auch gar keinen Sinn machen. Aber was einen Sinn macht für die Abschätzung von N, ist sozusagen die Zahl der Synapsen, die ich an einem Neuron finde. Und das ist von der Größenordnung von 10 hoch 3, 10 hoch 4. Das heißt, wenn ich das A klein mache, in der Gegend von 1%, vielleicht 10%, dann komme ich in einen Bereich, wo Lernen nicht durch das Rauschen in den Synapsen behindert wird. Ich glaube, dass dieses Argument tatsächlich eines der wichtigen Argumente dafür ist, dass ich in diesen Systemen spärliche Codierung finde. Man kann noch andere Argumente finden, aber ich glaube, dass das tatsächlich das wichtigere Argument ist. Auf der anderen Seite, zu allzu kleinen Aktivitäten kann ich nicht gehen, weil dann, das hatte ich ja in dem Bild vorher gesehen, weil dann die Kosten pro extrahierter Information zu stark anwächst. Dass also auf diese Weise man Zahlen, wie man sie in den tatsächlichen biologischen Netzwerken findet, in der Gegend von 0,01 oder 0,1 oder sowas, einigen Prozent, dass diese Zahlen nicht unplausibel sind aufgrund dieser Argumentation. Ich bin jetzt nicht sicher, um das sozusagen wirklich jetzt nachzuprüfen, müsste man natürlich jetzt große Rechnungen machen. Ich bin nicht sicher, ob in der Meyerschen Gruppe jetzt hier Rechnungen dieser Art durchgeführt wurden. Machen wir danach, gut. Also, das soll aber jetzt hier genügen und ich bin eben schon mit meiner Zeit relativ weit fortgeschritten, ich bin aber auch schon ziemlich am Ende. Im Jahre 1997 kam eine ganz andere Aufgabe an mich heran. Im Jahr 1997 wurde Professor Jürgen Siebke, ein Volkswirtschaftler, zum
Rektor der Universität gewählt. Und Herr Siebke musste nun natürlich sich eine Mannschaft suchen. Und es gab ja schon eine gewisse Tradition, dass im Rektorat auch Physiker vertreten sein sollten, selbst dann, wenn sie nicht gerade selber Rektor waren. Und also hat mich Herr Siebke aufgesucht, oben im Philosophenweg, und hat mich gefragt, ob ich bei ihm mitmachen würde als Prorektor für Forschung. Und ich hatte eine gewisse Erfahrung mit Universitätsleitung als Dekan oder auch später als gewähltes Mitglied des Senats. Also mir war das nicht ganz unbekannt, was da so vor sich geht. Außerdem war ja im vorhergehenden Rektorat Herr Hüfner als Prorektor tätig im Rektorat Ulmer. Also ich hatte genügend Möglichkeit, mit anderen Leuten darüber zu diskutieren, auch mit meiner Frau natürlich. Und schließlich habe ich also dann doch zugesagt. Mit etwas Bauchbekommen. Also, das war das Rektorat. Nun, meine Aufgabe im Bereich der Forschung war sehr einfach. Weil die Dezernatsleiterin in der Verwaltung, die Leiterin des Forschungsdezernats, war Frau Ulrike Albrecht. Und die hat das ganze Gebiet auf höchst kompetente und auch charmante Weise im Griff gehabt. Also so viel war da nicht zu tun in dem Bereich. Das vorhergehende Rektorat, also von Herrn Ulmer mit Herrn Hüfner, hatte allerdings eine Ausschreibung gewonnen. Und zwar gab es eine Ausschreibung der Volkswagen-Stiftung in einem Projekt Leistungsfähigkeit durch Eigenverantwortung. Und in diesem Projekt haben sie also einen Antrag gestellt und dieser Antrag wurde genehmigt. Und er bedeutete letztlich, dass dieses Projekt mit einer Summe von 4 oder 5 Millionen, ich glaube, es waren letztlich 5 Millionen Euro, in einem Zeitraum von 2 oder 3 Jahren gefördert wurde. Nun, die Genehmigung war also im Rektorat Ulmer passiert. Aber das tatsächliche Projekt in die Hand zu nehmen und zu realisieren, war nun Aufgabe von unserem Rektorat. Und irgendwie war ich da hier plötzlich der Vertreter des Rektorats in diesem Projekt. Das war zeitaufwendig, war viel Arbeit. Aber es war sehr interessant. Aufgabe dieses Projektes, der Formulierung hier, war es, dass die Universitäten größere Freiheit in ihrer Budgetierung, ihrer Budgethandhabung bekommen, dass sie wegkommen von dem kameralistischen System, in dem es verschiedene Töpfe gibt für Gebäude, für Personal, für Sachmittel und sowas. Und diese Töpfe, wenn sie am Jahresende nicht leer waren, dann wurden sie halt leer gemacht und alles fiel wieder zurück ans Ministerium. Und durch langwierige Vorarbeiten war es einigermaßen gelungen, dass die Ministerium, Finanz- und Forschungsministerium, davon zu überzeugen, dass man vielleicht hier den Universitäten mehr Freiheit geben sollte. Und Heidelberg war eines der Versuchsobjekte. Und zusammen mit diesem Impulse-Projekt war es nun unsere Aufgabe, diese Budgetierung, die größere Freiheit beinhaltete, in der das Jährlichkeitsprinzip nicht mehr vorhanden war,
in der aber auch die kameralistische Rechnungslegung weitgehend ersetzt werden sollte durch eine kaufmännische Rechnungslegung, die sehr unterschiedlich ist. Uns wurde damals versprochen von SAP, man könne beides zusammen machen. Das hat sich als äußerst schwierig erwiesen. Und auf alle Fälle, das war unsere Aufgabe. Wir mussten versuchen, Werkzeuge zu erzeugen, wie man das handhaben kann. Die Budgetierung sollte weitgehend jetzt in der Verantwortung der Institute sein. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Budgetierung verlagert werden soll auf Fakultäten. Aber es war die Idee dieses Projekts, und ich glaube, es war eine sehr gute Idee, dass man das auf Institutsebene macht. Aber man brauchte jetzt Werkzeuge, man musste natürlich die andere Buchführung einführen, ein entsprechendes Rechnungswesen, Controlling. Man musste Werkzeuge erzeugen, um eine Leistungs- und Bedarfsorientierung, Verteilung der Budgetierung wenigstens auf mittlere und längere Zeit zu etablieren. Und das Ganze war also doch sehr aufwendig, aber sehr interessant. Und wir hatten Hilfe von Unternehmensberatern. Und ich glaube, die Unternehmensberater haben aus diesem Kontakt mit uns eine Menge gelernt. Aber wir haben auch gelernt. Wir haben zum Beispiel gelernt, wie man eigentlich ohne große Kenntnisse Zeitpläne aufstellt, die nützlich sind, auch wenn sie über hinten und vorne nicht funktionieren. Also, das war, wie gesagt, dieses Impulse-Projekt, was mich dann eigentlich doch sehr in meiner Rektoratszeit beschäftigt hat. Und daneben gab es natürlich auch noch sehr viele andere angenehme Dinge. Also zum Beispiel ist mir da so ein bisschen aufgefallen, dass die Universität eigentlich nicht auf drei Häuser am Philosophenweg beschränkt ist, sondern dass es da auch noch eine Altstadt gibt, dass wenn man da auf die Straße geht, dass man da Kollegen aus anderen Fakultäten trifft, mit denen man schwätzen kann und ähnliches. Und natürlich hatten wir eine ganze Reihe von Besuchern und in dem Alltagsleben des Rektorats kam man auch mit diesen Besuchern zusammen und das waren sehr interessante Erlebnisse. Auch Besuche von anderen Partneruniversitäten, zum Beispiel in China, waren also sehr angenehme und sehr, sehr schöne Erlebnisse. Rückblickend muss ich sagen, und das ist eine Erfahrung, die ich glaube nicht mit allen anderen Prorektoren, die ich so kenne, teile, aber rückblickend muss ich sagen, für mich, ich möchte diese Zeit im Rektorat nicht gemisst haben, nicht vermisst haben. Natürlich hatte ich auch dafür zu bezahlen. Meine Forschungsgruppe am Institut oben wurde kleiner, Doktorarbeiten wurden fertig. In der Zeit habe ich keine neuen Doktoranden aufgenommen. Einige der Mitarbeiter, die zunächst einmal die Aktivitäten weiter am Laufen gehalten haben, Kinzelbach, Kühn, Reimer Kühn, waren woanders hingegangen und die Aktivitäten, die immer in meiner ehemaligen Gruppe waren, sozusagen verschwunden. Im Jahr 2001 war ich 3 Jahre vor meiner Emeritierung und es machte einfach keinen Sinn, jetzt da hier wieder eine Gruppe aufzubauen. Also das habe ich sozusagen dafür gezahlt. Im Jahr 2004 wurde ich dann emeritiert. Mein Kontakt zum Institut zur Physik ist natürlich nicht verschwunden. Ich habe nach wie vor, bin ich immer wieder mal im Institut, auch wenn es nicht so häufig ist, aber bei Vorträgen und auch immer wieder bei Mitwirkungen an Promotionen aus anderen Bereichen, Zweitgutachter oder ähnliches, habe ich also den Kontakt zur Physik nicht ganz verloren. Aber wie dem auch sei. Nun, mein ehemaliger Chef und Freund Herbert Wagner hat also die Zeit als Emeritus mal sehr schön charakterisiert und das möchte ich jetzt im Abschluss auch zitieren, also jetzt ausgedrückt, ich möchte es zitieren. Er hat gesagt, ich komme mir vor wie so ein alter Grubengaul,
Die Grubengäule haben wir früher, sind im Kreis rumgelaufen und haben mit einer Pumpe das Wasser aus den Bergwerken rausgepumpt. Also ich komme mir vor wie so ein alter Grubengaul und ich gehe halt immer noch im Kreis rum, weil ich das immer schon gemacht habe. Aber es kommt schon lange kein Wasser mehr. Also mit dieser Schlussbemerkung möchte ich hier aufhören. Und ich möchte aber nicht versäumen, mich zu bedanken bei den Kollegen aus dem Institut, der Fakultät und der Universität und natürlich auch bei meiner Familie, die oft sehr viel Geduld mit mir aufbringen musste. Und bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt wirklich sehr schön. Vielleicht zwei kleine Bemerkungen im Rückblick überhaupt noch auf die Reihe. Ich habe in der Reihe meinen Eindruck bestätigt gefunden, dass es eigentlich zwei Sorten Physiker gibt. Die einen sind die, die über das Radio basteln in die Physik gekommen sind, und das andere sind die, die über das Lesen populärwissenschaftlicher Astronomiebücher. Aber Sie sind nochmal eine andere. Der Modellflug, und das wirkt sich auch ein Licht auf das, was Sie später dann gemacht haben. Andere kleine Bemerkung noch im Rückblick. Es fällt auf, dass alle Vortragenden sehr stark an der Tätigkeit in ihrer wissenschaftlichen Jugend verweilen. Ja, also ja. Als Leiter so einer Vorsitzender hier so eines Kolloquiums, da hat man das oft erlebt, dass es 6 oder 5 nach 6 war und der Redner war bei seinem 35., 40. Lebensjahr angekommen und man hat gefragt, wie lange soll denn der Vortrag dauern, dann ging es aber schneller. Also eine interessante Betrachtung über den Zusammenhang von Wissenschaft und Jugend. So, und jetzt gibt es doch sicher auch einige Fragen und Anmerkungen zu dem, was wir hier zuletzt haben. Ja, bitteschön, Alter. Diese sparsame Kodierung, das ist ein experimentelles Faktum, nenne ich an. Ja, ja. Ja. Die Kodierung liegt so bei ungefähr mit der Aktivität von 4% oder sowas. Ja, es hängt ein bisschen davon ab, wie man sie definiert. Ja. Aber ich meine, Sie sagen, das ist jetzt eine. Könnte eine Folge sein dessen, dass Sie im Gehirn halt Rauschen haben. Ne? Und dass Lernvorgänge durch das Rauschen verschlechtert werden können. Das würde ja jetzt kein Nachteil sein für morphologische Computer. Ne? Ja. Die rauschen nicht. Ja. Ja. Sind Sie denn sicher, dass das nicht eine wesentliche Eigenschaft, dass eine sparsame Kodierung nicht für die Funktionsfähigkeit ist? Die Hirns auch, wenn es kein Rauschen geben, vielleicht doch entscheidend sein könnte. Ne? Sollte man das bei der Programmierung dieser Rechner eventuell so machen? Oder? Also es gibt bei den... Gibt es Unterschiede in den Lernprozessen, wenn sie spärlich kodieren, beziehungsweise... Also ich meine, es gibt natürlich ein gewisses Problem, auch wenn man versucht, Simulationen auf großem Stil zu machen. Zumindest dann, wenn man das auf digitalen Rechnern macht, also auf Großrechnern macht. Dann muss man ja die Synapsen mit einer gewissen Tiefe, einer gewissen Zahl von Bits charakterisieren. Man hat sehr viele Synapsen, das heißt, man möchte die möglichst klein, möglichst kurz mit wenigen Bits machen. Und das hat ein bisschen ja eine ähnliche Funktion, die Beschränkung der Zahl der Bits der Synapsen. Also dass ich die Synapse jetzt nur in endlichen Schritten ändern kann, hat eine gewisse Funktion, auch bei solchen Rechnungen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das bei den Morphologen, ich glaube, da ist es nicht so kritisch, weil man es da mit analogen Komponenten zu tun hat. Also kleine Bemerkung, was das Rauschen angeht, wenn Sie sich die letzten 3, 4 Publikationen anschauen, die unsere Gruppe gemacht hat, dann beschäftigen wir uns fast ausschließlich damit, Rauschen in das System zu bringen, und zwar kontrolliertes Rauschen. Ah ja, sehr gut. Viele Leute glauben, dass Analogelektronik sozusagen von Haus aus schon rauscht. Das ist aber nicht so. Die ist eigentlich ziemlich deterministisch. Das Rauschen ist klein.
Das Gleiche gilt für biologische Systeme, wie übrigens, wenn Sie so einen Slice haben von einem Neuron, das nicht in einem großen Netzwerk ist und Sie stimulieren das, dann ist die Antwort völlig deterministisch. Da gibt es eigentlich keinen Zufall dabei. Das Interessante ist, wenn man jetzt ein Gehirn hat, das wirklich irgendwas tut, also eine Aufgabe löst. Es gibt Leute, die machen Recordings von Affen, die wirklich Aufgaben lösen, dann sehen sie sehr viel Rauschen. Ja. Also im Rauschen diese Neuronen extrem. Und die Frage ist, wo kommt das eigentlich her? Ja. Und sozusagen unsere Theorie, die wir entwickelt haben in der Gruppe und die wir auch experimentell überprüfen, ist, dass dieses Rauschen eigentlich dazu dient, Wahrscheinlichkeitsverteilung stochastisch abzutasten, die durch das Lernen im Gehirn gebildet werden. Also dass wir durch Lernprozesse machen, in diesen Boltzmann-Maschinen zum Beispiel, dass man halt Verbindungen herstellt, also neue Verbindungen wachsen lässt, die dann bestimmte Muster kodieren und dass man dann mit rauschenden Neuronen Stichproben zieht von dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung, um dann Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das nennt sich also stochastisches Sampling oder Neurosampling. Und ich bin überzeugt davon, dass es eine sehr große Rolle dabei spielt, nicht so sehr um zu lernen, sondern mehr um das, was man gelernt hat, auszulesen aus dem System. Ist das Rauschen eine wichtige Eigenschaft. Die Frage ist, wo kommt es her nochmal? Sozusagen nicht aus den Einzelzellen, sondern aus dem Netzwerk. Aus dem Netzwerk, ja. Also wir haben sozusagen wahrscheinlich kleine Teilnetzwerke, die irgendwas Interessantes tun. Die sind alle miteinander gekoppelt. Ja. Und die Aktivität, die funktionale Aktivität in einem Teil des Netzwerks ist Rauschen für den anderen Teil. Also die Netzwerke alle miteinander verbinden, haben sozusagen ein See von aktiven Netzwerken, die sich gegenseitig als Rauschen interpretieren. Ja. Und auf die Art und Weise bringen sie Rauschen in das System. Wir haben heute gerade einen Doktorandenvortrag gehabt, der das genutzt hat. Das war sehr spektakulär, der also diesen Sea of Noise, den ich auch auf der Hardware gebaut hat, um dann diese Wahrscheinlichkeitsverteilung abzutasten. Ja. Ja. Also das scheint wirklich eine Sache zu sein, die funktioniert. Ja. Sie haben jetzt eine Lernregel diskutiert, die Herbsche Lernregel, und dieses Argument, was Sie bringen, ist sehr überzeugend, muss ich sagen. Ja. Das ist schon nachvollziehbar. Man muss aber sagen, es ist natürlich nicht die einzige Lernregel, die es gibt, sondern es gibt eine Menge anderer. Das ist richtig. Ich meine, ich würde jetzt hier Herbsche Lernregel auch nicht in dem engen System, engen Zusammenhang sehen, sondern Modifikationen davon. Ja. Also zum Beispiel schon, wie man sie braucht, wenn man im Perzeptron optimal lernen will, dann darf man sozusagen nicht immer lernen, sondern man muss nur dann lernen, wenn das System falsch klassifiziert hat. Also das heißt, die Herbsche Regel wird durch andere Dinge noch ergänzt. Aber was ich hier, worauf ich hier eigentlich eben mehr raus wollte, ist die Bedeutung des Rausches beim Lernen. Dass diese Systeme unter Umständen bei höherer Temperatur besser funktionieren können, haben wir auch bei den Spinngläsern gesehen. Auch da, wenn ich mit der Temperatur raufgehe, in die Nähe der Übergangstemperatur, dann werden die Systeme schneller. Auch wenn ich Optimierung durch Simulated Annealing mache und ich habe ein System mit einer Einfriertemperatur, dann macht es überhaupt keinen Sinn, zu sehr tiefen Temperaturen zu gehen, weil da das System stecken bleibt. Sondern ich muss in der Nähe der Schwelle operieren. Das heißt, das ist im vollen Einklang mit dem, was Sie gehört haben. Simulated Annealing, das machen wir auch. Das ist also auch eine Möglichkeit, aus diesem lokalen Minima herauszukommen. Das Problem ist nur so ein bisschen mit dem Annealing, machen sozusagen das ganze System heiß. Ja. Bestandteile auf einmal. Ja. Ja, und das ist im Grunde nicht das, was man will. Man will es eher lokal machen, da wo es gebraucht wird. Und dafür gibt es diese Plastizitätsprozesse, die das wirklich lokal aus dem Minimum. Nein, nur ich meine. Die Vertiefung. Lassen wir nachher. Das ist ja hochinteressant, das wäre ein Kernpunkt. Ja, aber das kann man ja vielleicht nachher noch. Abgesehen mal von dem, was Sie gerade noch erwähnt, wollten Sie ja auch sagen, dass man mit Zettel und Bleistift auch manches erkennen kann, zu dem man keine Millionen Projekte aufziehen muss. Ja, aber man muss sich natürlich, absolute Grenzen bewusst sein. Also, gibt es noch weitere Fragen zum einen oder anderen Aspekt des Vortrags? Bei den Spinngläsern, inwieweit kann man mit genetischen Algorithmen da auch diese Minima identifizieren? Oder? Es sind für Spinngläser sind alle möglichen Algorithmen untersucht worden. Es hängt ein bisschen sehr davon ab, wie man es im Detail macht. Es ist so, das war ein bisschen Zusammenhang mit dem, was Herr Mayer gerade eben gesagt hat. Es sind auch Simulated Annealing Rechnungen gemacht worden und die Leute haben alle, zumindest die andere Algorithmen verkaufen, haben gesagt, Simulated Annealing ist beliebig schlecht.
Nun, wir haben auch zum Spaß simulated annealing Rechnungen gemacht, aber nicht dadurch, dass wir ganz runtergekühlt haben, sondern dass wir das System ein klein bisschen unterhalb der Einfriertemperatur gehalten haben und dann geschaut haben, was rauskommt. Und dann funktioniert es genauso gut wie alle anderen. Faktor 2 vielleicht nicht, oder? Aber hier geht es ja nicht um Faktor 2, sondern hier geht es ja um Faktor 1000, wenn man die Leute, die arbeiten, liest. Eine Frage vielleicht noch. Sie haben da so ein Mean-Field-Modell gehabt. Inwieweit konnte man das jetzt mit Trajektorienrechnen dann auch verifizieren? Oder wie kommt man zu dem Mean-Field-Modell? Das Mean-Field-Modell wird postuliert. Das wird postuliert. Das ist eigentlich, die Idee ist das gleiche wie das Weissche Modell, was man ja vor langer Zeit aufgestellt hat für Magneten. Man hat also eine Wechselwirkung zwischen jedem Spin. Beim Weisschen Modell skaliert die Wechselwirkung mit 1 durch der Größe des Systems. Wenn man die Kopplungen jetzt zufällig macht, also zum Beispiel ausverteilt, aber immer noch jeder mit jedem, dann ist die richtige Skalierung die, dass sich jetzt nur noch mit 1 durch der Wurzel aus der Größe des Systems skaliert. Und das liefert also dann diese Komplexität von der Lösung, obwohl man also ein ganz einfaches Modell aufgestellt hat. Es ist aber also eine immer noch andauernde Diskussion, ob dieses Mean-Field-Modell etwas zu tun hat mit tatsächlichen magnetischen Legierungen, wenigstens unterhalb von 6 Dimensionen. Ja, schön. Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Grubengraulen da. Es hat sich in dieser Reihe schon mal jemand zu dem Status des Emeritus geäußert. Ich habe mit diesem Vortrag, dieses war der Herr Brix, der hat gesagt, der Status des Emeritus ist eigentlich der schönste Status einer wissenschaftlichen Laufbahn, nur schade, dass die Vorbereitungszeit so lange dauert. Und das klingt also sehr viel positiver, aber ich finde dieses Positive strahlen Sie auch. Vielen Dank und damit ist die Reihe der Vortrag heute zunächst mal beendet. Und ich hoffe, wir sehen den einen oder anderen aus dem Auditorium noch bei der Nachsitzung.